Yes, willkommen zu Nur Deine Comedy. Ich bin Daniel Luis, ich werde euch durch die Show lotsen. Wo sind unsere Single Ladies? Machen wir es ganz einfach, das ist bei drei. Alle. Eins, zwei, drei. Ey, ich will nicht verurteilt sein, das hat sich angehört, als ob du unter dem Sitz bist. Kurz so die Zunge zwischen zwei Sitzen gemacht hat. Hilfe, ich bin so krass, Ding, ey. Wo kam das her? Da, du, warst du das? Du warst. Ja, ja, ich sehe dich, ihr zeigt aufeinander. Sie zeigt einfach auf den Kerl. Das war ja. Guck mal, wie sie ihre Friendzone fickt. Er war das. Er hat weibliche Stimme. Sehr gut. Du bist unsere edle Bachelor und die einzige anscheinend. Damit wir dich begehrt machen bei den Single-Männern, beschreib dich mal in drei Adjektiven. Oh mein Gott. Adjektive, wie Wörter, wie Wörter. Also. Wie? Was für eine Schule? Adjektive, komm. Englisch? Englisch? Adjective. Adjective, ich hab keine Ahnung. Los, komm. Intelligent. Selbstbewusst. Nur einfach intelligent, das alles? Das reicht auf jeden Fall. Dass sie eine Frau ist, reicht schon. Verstehst du? Das ist nicht was. Intelligent, was noch? Komm, der Friendzone, komm, sag hier noch was. Zuverlässig? Lacht gern, Kichererbsen. Okay, alles klar. Wir haben die drei, sehr gut. Jetzt habt ihr gesehen, Single-Männer, was auf dem Markt ist. Wer will diese intelligente Kichererbse? Ich bezweifle langsam die Intelligenz. Quatsch, ich mach Spaß, bleibt cool. Wo sind unsere Single-Männer? Machen wir bei drei was ganz Einfaches. Au, au, au. Eins, zwei, drei. Oh, da ist noch einer unterm Sitz, Mann. Was ist los, bitte? Sonst ist immer hier voll wild. Diesmal ist wirklich keiner traut sich. Er hat gehört, du Single-Männer, ich bin dabei, Alter. Krasser Typ, er hat richtig seinen Eintritt. Guck mal, der zeigt auch noch auf wen. Er so, er gehört zu mir, der geile Typ. Letzte Stelle, ja, lass, oh, direkt sein Glasauge ist runtergefallen. Vorbringen, oh, pass auf, dass du nicht auftritt. Bro, du bist größer als ein Baum, Mann. Wie krass ist das denn? Mit dir rede ich noch, du ADS-Typ, Alter. Aber wir müssen erstmal langsam chronologisch. Wo war der AU-Typ? Komm. Er, immer verraten sich die Freunde, er muss tief schlucken, weil er weiß, er ist gleich dran. Mein Freund, wie heißt du? Alex. Alex, sehr schöner Name, wer hast du mitgebracht, wie heißt du? Kasper. Alex, sehr schöner Name. Leute. Alex, beschreib dich in drei Adjektiven, wie Wörtern. Witzig. Witzig? Nein, das entscheiden wir. Nein, witzig ist gut, witzig ist gut. Was noch? Sportlich. Sportlich, Jetzt musst du irgendwas mit Geld tun. Reich. Reich? Ja, Mann. Sie hat richtig Bock. Wie krass ist das denn? Heute klappt ein stilles Leitungswasser aufs Haus für mich, für euch beide in der Pause, Mann, Alter. Applaus für Alex und Kichererbsen. Alex, was machst du beruflich, dass du so reich bist? Was machst du? Studieren. Lügen wäre noch gutes Adjektiv gewesen, Alter. Gab ja nur drei, oh schade, vierte wäre Lüge gewesen, wie krass, alles gelogen. Was studierst du? Vielleicht was Spannendes? Komm, was Spannendes, mach dich beliebt auf dem Markt. Informatik. Er macht noch so 1-0-0-1-0-0-0. Shit, Mann, Digga, du bist wieder unten durch, sie wirkt dich gerade selber, Alter. Warum machst du das, Mann? Das ist, nein, kein Bock, Alter. Ich will das nicht mitbekommen, Alter. Sehr gut. Alex, was macht denn dein Kumpel hier, der die verschränkten Arme hat? Der ist immer noch sauer. Kaspar sauer, Alter. Ich bin nicht Kaspar, der Geist, Alter. Jasper oder Kaspar? Kaspar. Du hast wirklich Kaspar? Krass, Mann, ich hatte noch nie einen Kaspar in der Show. Also ich meine, wir haben ein paar Kaspar auf der Bühne, Alter. Wie krass, hast du schon Ärger gekriegt wegen deinem Namen? Ja, immer. Immer, wirklich? Immer Ärger? Vor allem so ein Neukölln-Wedding und so, oder? Ja. Ja! Mann, der Arme. Aber er geht einfach so, wie heißt das, so Ausweis muss, wie heißt das, ABC-Ticket muss er zeigen, so, bei, wie heißen die? Ich fahre nie mit der U-Bahn. Warum fragst du die Ausländer? Mann, die, und die Deutschen auch nicht, Alter. Was haben die euch angesteckt, Alter? BVG, ja, sagt die nach Ticket, ich weiß gar nicht, wo ich hinaus wollte. Er so, Kaspar, aha, Kaspar, aha, aha, dafür haben wir dich aber gesehen, du Geist, Alter. So durchsichtig bist du nicht. Was sind das so Jokes, die immer kommen? Kaspar, der Geist bestimmt? Ja, genau, Kaspar, der Theater. Kaspar, der Theater. Nicht den Kaspar machen. Nicht den Kaspar machen? Oh, voll gut, Mann, Alter. Hey, wo sind die Comedians? Die sollen mitschreiben, Mann. Wie geil ist das?
wie krass, vielleicht können wir dich auf die Bühne holen. Das wäre schon mal ein guter Einstieg, über deinen Namen zu reden, weil der ist ja jetzt nicht so 0815, Kaspar. Wäre krass, wenn du wirklich Theater mit Nachnamen heißt. Das wäre krank, Alter. Das wäre krank. Hallo, Kaspar Theater. Also. Nee, aber bist du deutsch, Kaspar? Ja. Ah, und es ist nicht so französisch, Kasper oder so. Das wär, würde er doch, retten. Doch, das kam aus dem Französischen. Jetzt auf einmal kommt das Französisch. Ja, ja, ja. C'est Kasper. No, Kasper. Ja. C'est Kasper. Wenn man mit Frauen redet, Kasper, ja, Kasper. Kannst du Französisch? Nein. Sehr gut. Kasper, okay, Kasper, was haben dich deine Eltern genannt? Hatten die irgendjemanden, der berühmt war, den die so benannt haben? Oder waren die in so einer Region gelebt, wo keine Menschen waren? Oder? Nein? Wo kommt ihr her? Wo kommst du her? Also meine Mutter kommt halt aus Frankreich. Ah, doch, Kasper! Oh, ich habe ihn voll so falsch beurteilt. Sehr gut. Also doch, Kasper, sagt sie Kasper? Ja, ursprünglich sollte ich G-A-S-P-A-R-D geschrieben werden. Digga, ich hab verstanden. N-S-D-A-P, Alter. Das wäre krank, Mann, Alter, dein Kind so zu nennen. Wie G-A-S-P-A-D? Digga, du hast eine Partei, die gegründet wurde, Mann. Das wär... Zum Glück, das Kaspar Trauma. Nein, mit Kusshand würde ich den nehmen. Also. Was war das andere? Sag mal nochmal Buchstabe oder sprech mal aus. Gaspar. Gaspar. Ja, wie also halt die französische Version von Kaspar. Ah, französische Version von Kaspar ist Gaspar? Ja. Das hört sich schon wie dumm an, aber ich weiß nicht. Sehr geil, sehr. Applaus für Kaspar und Alex, Mann. Alter. Aber warte mal, Kaspar, was machst du beruflich? Was machst du oder studierst du auch? Ja, ich studiere und arbeite. Was studierst du? Auch langweilig. Was arbeitest du noch nebenbei? Software Engineer. Bro, warte, ich muss nochmal zu ihm kommen. Was studierst du nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Ich hab ADS, Mann, Digga. Bei mir so, ich weiß nicht mal, wie du heißt. Informatik. Hast du einen Informatiker-Joke für uns? Nee. Nein? Du bist der Erste. Sonst hat jeder einen Informatiker. Guck mal, der andere. Oha! Er ist ein Nerd, Alter. Also sag den, Mann, der ist der beste Joke. Wie krass bist du denn? Sag mal, was studierst du? Das Leben. Was sagst du? Ja. Das Leben? Du machst nichts einfach? Bombe, geiler Typ, Mann. Und der Slipknot war doch gestern Konzert, ne? Warst du da? Nee. Nee, auf keinen Fall. Du hast einfach nur ein T-Shirt, wie ich. Ich hatte mal so ein T-Shirt, Ramones. Ich wusste nicht, was heißt. Einer hier in Kreuzberg war so, Ramones! Und ich war so, nein, Daniel Lewis. Also, ich hab's nicht gecheckt. Ich hab einfach gekauft, weil C&A war. Hat mir gefallen. Was ist das denn? Erzähl mal deinen Informatiker-Joke, komm. Ich hab keinen. Wieso hast du ihn so komisch angeguckt? Dass er nicht witzig ist? Stimmt, er hat vorhin gesagt, er ist witzig, Alter. Er kennt nicht mal einen Witz, Mann. Was bist du für ein Witzbold, Alter? Das ist ja Kasper, der Witzbold werden. Applaus für diese komische Truppe, Mann. Also. Sehr gut, schauen wir weiter. Wen haben wir noch hier? Wieder ein FDP-Politiker, Mann. Du hast geschafft. Ich liebe, wie dein Scheitel sitzt. Drei Wettertaft, Comedy-Show. Der Scheitel sitzt. Wie heißt du, mein Freund? Marco. Marco, was machst du? Du bist irgendwie sportlich und reich, siehst du aus. Einfach so aus 10 darauf. Steh mal kurz auf, dreh mal Applaus für Marco, Mann, Alter. Marco. Hey, der könnte bei, wie heißt denn das so? Der Bachelor, der echte Bachelor mitmachen, nicht wie die. So, also nein, wegen, weil das hier ist, die Show, meine ich. Was machst du, Marco? Ich habe seit einem Jahr meinen BWL-Bachelor. Seit einem Jahr dein BWL-Bachelor? Heißt seit einem Jahr arbeitslos, oder? Bin im Finanzbereich, also Buchhaltung. Buchhaltung. Trocken, klasse. Aber du bist der Einzige, der reich wird hier in diesem Raum. Oh, vielleicht der Informatiker hat Glück, Alter. Wenn's richtig... Wen hast du mitgebracht, Marco? Die Dame hier. Die Dame? Ist Date? Ja, quasi. Wiederholt ein Date von vor 3 Jahren. Was? Wiederholt das Date von vor 3 Jahren? Ja, vor 3 Jahren erstes Date. Vor 3 Jahren erstes Date und heute zweite Date? Wart ihr im Konflikt, weil sie Querdenker war und du... Okay, die 3 Jahre sind um, so. Du kannst deine Maske jetzt offiziell abnehmen. So krass, 3 Jahre und jetzt das zweite Date? Das dritte. Gibt schon ein paar mehr. Gibt schon ein paar mehr, sagt das dritte. Also das ist nur eins mehr. Er fängt an zu schwitzen. Wie geil, ich liebe es, wenn ich die Leute in dieser Situation habe. Aber was war das Problem, Mann? Was ist das? Jedes Jahr ein Date oder was? Ist das so ein Ding, so, wir treffen uns einmal im Jahr und dann wir wissen, was wir machen? Nee, es war Spaß. Was denn? Es war Spaß. Wer ist Spaß? Was war Spaß? Das dritte Date. Achso, ihr habt schon mehr Dates? Ja. Also, aber ihr seid noch nicht zusammen? Doch. Doch? Gleich kommt auf, wir sind verheiratet, haben Kinder, was ist los, Mann? Wie lange seid ihr zusammen? Ja, wir so sehen 3 Jahre. Wenn wir so sehen, 3 Jahre? Seit dem ersten Date quasi? Quasi. Quasi. Quasi ist dein Lieblingswort, Alter. Wir sagen alle bei 3 einmal quasi, 1, 2, 3. Quasi. Und einmal Kasper bei 3, 1, 2, 3. Und einmal Kasper, 1, 2, 3. Love it.
Wo habt ihr euch angezweigt? Welche Plattform? Gerade mal. Tinder. Sehr gut, und es hat geklappt, erste Beziehung? Oh, krass, Mann. Was hat er damit angeschrieben? Weißt du es noch? Ich hatte in meiner Beschreibung stehen, ich will an den Wannsee. Wie bitte? Ich will an den Wannsee. Hast du in deiner Beschreibung geschrieben? Und er so, ich auch? Würde ich das schreiben, direkt Handschellen. Also das ist, ich will auch am Wannsee. Ich kann schwimmen. Und dann seid ihr dann am Wannsee gegangen? Ja. Wirklich? Was seid ihr für Bilderbuch, Alter? Du bist wie nicht Max Mustermann, Marco Mustermann und seine Frau. Marco Mustermann, der krasser Typ. Warte mal, was machst du in Berlin? Arbeiten. Was arbeitest du? Projektmanagement. Boah, so intellektuell das Publikum, Mann. Ist gut, Mann, weil der Fall kommt tief für hier vorne, aber... Applaus für dieses komische Pärchen, Mann. Oder? Er macht es schon so, als ob ich ihn nicht sehe. Wie viel hast du gekippt? Er sitzt so da. Er sieht mich wie so ein kleines Kind. Nein, ich bin weg. Ah! Wie klasse bist du denn, Mann? Wie heißt du, mein Freund? Emi. Emi? Ja. Nur EMI? EMI. EMI? Ja, eigentlich Manuel. Eigentlich Manuel? Du hast gerettet mit Emi? Hat einfach krass schlau gemacht, Alter. Das ist so. Und meine Ausländerfreunde sind schlau, Alter. Emi, Alter. I'm Emi, Mann. From the hood. Okay, wie heißt du? Can. Sehr gut. Oh, ich hätte dich auf Deutscher getippt. Du hast türkischen Namen. Bist du Türke? Kurde, ja, aus der Türkei. Krass, das ist der deutscheste Kurde, den ich je gesagt habe. Steht mal beide aus Emi und Can, Alter. Der deutsche Can, Mann. Was meinst du, wenn ich unter den Club reingehe, wen die nicht reinlassen? Also? Emi einfach, weil er hinten steht. Krass. Woher kennt ihr beide euch? Arbeiten zusammen. Was arbeitet ihr? Also Ausbildung. Ausbildung, was macht ihr? Glaubst du mir nicht? Sag doch erstmal, Alter. Was? Ey, wieso lachst du so, Mann, Alter? Bist du Single? Ich werde euch so krass verkuppeln. Das ist safe, Digga. Das ist safe. Die lacht über alles, was du sagst. Digga, wie krass. Ey. Kennst du ihn? Nein? Sie so, ich dachte, er ist Deutscher. Dann habe ich mich neben ihm gesetzt. Ich bin kein Can, Alter. Ich muss euch meine Eltern vorstellen. Wie legt ihr die Eltern ein? Das ist Emil, E-M-I. Nee, erzähl mal, warte mal, wo war ich da stehen geblieben? Bei dir, genau, was du arbeitest, war Ausbildung? Bei der Polizei. Bei der Polizei? Echt? Und stand draußen vor der Stuhl, ich war so, Mann, ich liebe, wenn Kanaken auch mal herkommen. Ich war so, das ist geil, setzt euch erste Reihe, bitte. Mann, Alter, und er war so, ich bin kein Kanake. Ich war so, es gibt auch deutsche Kanaken, Mann. Es gibt so, ein Svenny ist immer dabei, also, der nur ausländische Freunde hat. Ein Svenny, Mann, Alter. Krass, diese macht Ausbildung bei Polizei, aber ihr seid ja noch nicht fertig, ich kann euch ja beleidigen. In 5 Jahren klingeln die bei mir, was war los? Aber eher nach 6 Jahren, was war los? Hat ein Jahr länger gedauert, denn Ausbildung. Wie krass das ist. Aber dürft ihr schon so einen Streifenwagen mitfahren? Ja. Hinten? Digga, wenn ihr hinten mitfährt, wenn ich euch sehe, ich denke, oh, die armen Jungs, Alter, was haben die gemacht? Oh Mann, Alter, das tut mir leid. Auf einmal sitzt Hut auf von der Polizei, ich sage, boah, der ist mutig, Alter. Der ist mutig, der Idiot. Mach runter, Mann! Mach runter, Mann! Bevor die dich sehen, du Idiot! Er holt Pistole raus. Ah! Was ist los, Alter? Der geile Typ. Dürft ihr schon Pistole oder Holzpistole? Dürft ihr schon? Ja, wie viele Ausbildungsjahre seid ihr weg? Und ihr habt wirklich echte Pistole? Wir haben echte Pistole. Bro, ich hätte Angst, wenn ihr beide Pistole mit Pistole rumlauft. Was sagst du? Nicht dabei, also. Nicht dabei, ja, bleib cool. Ich hab meine dabei. Ich hab immer dabei. Kennt ihr die Leute, die so tun, die eine Waffe haben? Die machen immer so, komm mal hin. So im Streit, so komm her. Ach, das kennt ihr nicht, das kennt nur mein Ausländerfreund. Meine Polizisten, meine Wachtmeister, meine. Geil, Mann, habt ihr eine lustige Geschichte von Ausbildung? Was euch passiert? Seid ihr in Berlin, Polizist? Nee, wir werden immer woanders hingeschickt. Immer woanders? Weil die sagen, also bundesweit. Geht mal lieber woanders. Also, wir kommen morgens hin, bitte dürfen wir einmal Berlin. Nein, bitte nicht. Hier die Holzpistole. Die schicken die auf einen Abenteuerspielplatz, wo nichts los ist. Er schnitzt und es freut sich, dass du eine echte Pistole sein. Einmal in meinem Leben. Gib mir wegen dir vor, du Scheiße, Mann. Und ihn haben die nur genommen, weil sie dachten, er ist Deutscher. Du sollst nicht im Mund nehmen, Mann. I love it, Mann, Alter. Reicht Applaus für diese geile Polizisten. Ohne Scheiß, von dem beiden würde ich gern mal verhaftet werden, Mann. Sehr gut, lass uns anfangen mit der Show.